Nice. Ich hätte gern Hut. Nee, mit dem rede ich nicht. Ey, kann ich nichts machen? Ich will zur Polizeistation alles kaputt machen. Oh, guck mal, Das kommt mir Sprengplan. irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Ja, ich meine, wir haben ja nur drei Häuser in die Luft gejagt. Nice. Der hat Stromumkehrer. Soll ich das Glas auch haben? Den Bart kann ich auch nehmen. Also ich komme hier rein, erstmal alles mitgenommen. Das Kuhschild kann ich auch. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu tun kommt mir alles bekannt vor. Warum? Keine Ahnung. Déjà-vu. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Ich aber. Beziehungsweise ich weiß nicht. Nein, Spaß. Dartfall? Dartfall werfen? Wow! Volltreffer! Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier, nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Oh, was ist es? Ein Stromumkehr. Nice, weißt du, ich wollte mir den eigentlich gerade so snacken, aber ich krieg ihn so. Kann ich auch mitleben. Cool. Kann ich den Dart-Pfeil nochmal nehmen? Schade. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Toni, Schatzi! Was hatten wir zum Thema Schnurzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestmatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Ich will gerade... So, wie soll ich mir Geschichte so... Not bad. Hast du Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Ich komme gerade nicht drauf klar, dass sie zusammen sind, ne? Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Na ja. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Oh. Das... Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Oh, fuck. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Schlechte Erfahrung mit probieren zu lügen, vor allem bei Toni. Ich meine, die reißt uns so gerade die Eier ab, indem sie uns anguckt. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So wie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Okay. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Okay. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Alles klar. Weißt du, hat die Zigarette jetzt schon im Mund? Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues. Etwas anderes. Und nimmt sie etwas wieder raus, aufregen. Macht sie wieder auf, hast du fängt sie wieder an ich habe nur zu stopfen. Wie immer, Flöre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Es tut mir leid, ich muss kurz was trinken. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Hm. Oh. So. Dann gehen wir einmal raus.
ist so geil, dass ich jetzt weiß, wie flott. Oh, tut mir leid, ich feiere das gerade. Können wir die Dame rausnehmen? Wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Das war tiefsinnig. Faulobstlegen. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Komm schon, Rattenjunge, lass uns spielen. Aber ich bin noch zu jung. Du bist vor allem zu vorlaut, Nagetierboy. Nagetierboy? Na, ich glaube, ich bleib bei Rattenjunge. Rattenjunge war besser. Okay, ich brauche einen Gegner. Weißt du, ich scroll das Inventar runter und mein Gehirn ist gerade einfach nicht da. Es ist einfach auf diesen Modus. Mach Scheiße, komm. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Hm. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und weh, du verkriechst dich in der Kanalisation. Okay, wir brauchen Honig. Honig? Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vor Eskimos Finger davon lassen. Strohhalme, die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Ja, du bist auch so ein Drosselglied, Alter. Okay. Ich habe natürlich zum Ballon. Kann ich das Seil an dem Auto? An dem Auto fest. An. Ne, doch, bleib so richtig, an dem Auto festmachen, ne? An dem Auto festmachen. Na, ich wollte eigentlich sagen, an dem Auto machen. Bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ach, ich will eine Elefantenfalle bauen. Die Info habe ich bis gerade eben noch nicht gehabt. So kann ich nicht arbeiten. So. Zum Nilbot. Dem scheiß Nihilisten. Arschgeiger. Was braucht ihr da noch? Solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Okay. Ein Stromumkehrer habe ich. Nein, nein. Passt nicht. Die Zahl der Anschlüsse kommt nicht hin. Das könnte passen. Aber wie rum? Ach, wird schon nicht so wichtig sein. Schilbert Mount, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo-Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Fach rechts. In solche Fächer passen Strom. Ich hab aber kein Strom, was auch immer. Strom? In solche Stromumkehrer. Ja, halt's Maul. Kann ich jetzt Glas haben? Nice. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Ich will nicht wissen, was passiert ist. Ach, guck mal, jetzt hat er die Augen hier sogar auch auf. Das ist doch cool. So, mit dem Eis gönnen wir uns. Sorry, ich war gerade voll im Flow. So, mit dem Eis können wir doch die Kartoffel nehmen, oder? Na toll, sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Ich möchte ihm gerade eine reinhauen, ne? Es stimmt, wo wenn dir das Leben hast du. Ja. Aufsaugen. Es stimmt, wenn dir hast du eine Kartoffel. Okay. Ich gehe erstmal. Und hol mir nochmal Eis. Hauptsache ich höre die Musik immer noch, da ist Elysium.
Das ist MC Chronicle. Dann reden wir doch mal mit MC Chronicle. Ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja. Aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Wenn es wieder passiert. Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerung. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Das könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Das kann auch sein, kein Ding. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. True Story. Kenn ich. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Wollen wir noch mal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Ja. Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ja, ich habe nämlich keine Lust, nochmal alles einzusammeln. In den Ballon. Gute Deponia Hausmucke. Ja. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter getroffen. Lass mich nachher irgendwie anmachen. Ich gas dich einfach. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. Der, wenn ich irgendwie weiß. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudi. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern. Wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Katzenleicht, nicht kinderleicht. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht Mac Chronicle danach fragen. Tu das. Okay. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze.